Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Es ist noch nicht Weihnachten, auch wenn die Kirche so voll ist wie sonst oft an Weihnachten. Wir haben heute wieder unser elektronisches Konzert. Mein Name ist Uwe Jens Bartges-Fündrich, ich bin hier Pfarrer und freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Stunde, dass Sie vielleicht so in sich sinken, innere Stimmen hören, angeregt werden, wegfliegen in die Staaten oder auf die Kanaren oder zu sich selbst, je nachdem, was bei Ihnen angesagt ist, kommen Sie gut auf die Reise. Thank you.
Guten Abend und herzlich willkommen in der alten Welt von BKS.
Ja, den Auftritt hat ein Stück von Bass gemacht, Storm Chaser. Das zweite, was wir so in nahezu nahtlosem Übergang gehört haben, das war unser Sunset Café. Ich muss sagen, für die Namen in erster Linie verantwortlich ist der liebe Mario. Ich bin da sehr einfallslos. Ich kann nur bis 10 zählen, für mich kriegen die immer nur einfache Zahlen. Ja, also für uns ist auch diesmal wieder vieles neu, zumal wir das erste Mal die Stücke schon richtig vorher fertig hatten. Fertig sogar in Form einer CD. Und von daher standen die Titel fest und wir konnten auch so ein bisschen was erzählen zu den Titeln. Entstanden im September in meinem Wohnzimmer, welches der Chor auch schon kennenlernen durfte, bei den Aufnahmen für diese CD. Und so bringt jeder halt, wenn wir uns treffen, Ideen mit, die wir dann gemeinsam ausarbeiten. Und gemeinsam machen wir das mittlerweile seit 1994. Und ich muss sagen, ich bin da echt glücklich drüber, dass ich mit den beiden hier und auch gerade mit Rauschi und Thomas zusammen das hier machen darf. Und jetzt machen wir einfach weiter mit einem Stück von Mario, Sunrise. Thank you.
Darf ich bitten, auf die Bühne, der Wissen auf andere Regal kommen.
Ja, weitermachen wir mit einem Stück von Mario, Babylon Road. Thank you.
Wenn das mal jetzt nicht bis du Beweis für Harmonie ist. Eva Kagermann, Thomas Kagermann. Wer so mit wem verheiratet? Ja, 7 auf einen Streich. 6 haben wir hinter uns. Also 6 Lieder. Und gehen wir noch ein bisschen was zum Abschied. Als alter X-Files-Fan kam dann auch der Name vorgeschrieben von Mario Skinners Run, wer immer auch Run war. Ich weiß nicht. Ach so, Entschuldigung.
Irgendwann ist das schönste Programm mal so ziemlich am Ende. Aber solange nur das Programm am Ende ist und nicht wir. Und so möchte ich noch einmal wirklich selber mit ganz, ganz viel Dank das machen, was der Uwe vorhin schon gemacht hat, der Hausherr. Nochmal die Jungs vorstellen. Im Uhrzeigersinn. Auf 12 Uhr sozusagen. Aus den Niederlanden. An den Drums, am Synthesizer, am Sequenzer, am C-Stick. Und immer dabei. Bas Brockhuis. Der Mensch auf 3 Uhr, der mir gegenüber sitzt und immer so schön in die Tasten beißt. An den Tasten, am C-Stick, am Sequenzer, am Computer, beim E-Mails checken. Mario Schönwelt aus Berlin. Sagen sollen, an der Hammond-Orgel. Ja, der Mann, der den Bogen raus hat und die Stimme dabei hat, Thomas Kagermann. Was der eine mit seinem Bogen macht, macht der andere mit seinen tierisch geschickten Fingern. Die eine Hälfte von Tierra Negra an den Gitarren. Rausch Ebert! Mein Freund und der Initiator dieses wunderschönen Abends an den diversen Synthesizern, am Sequenzer, am C-Stick und Glasophon, der Mann an der Kasse und alles, Detlef Keller.